Das zaubert endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht des Trainers. Maximilian Philipp und Jadon Sancho stehen vor ihrem Comeback und eröffnen Peter Stöger in der Offensive einen größeren Handlungsspielraum. Auch der Konkurrenzkampf wird dann neu eröffnet. Die gut einstündige Übungseinheit am Mittwochnachmittag lieferte entscheidende Hinweise auf die bevorstehende Rückkehr der beiden Angreifer. Philipp, der sich am 2. Dezember in Leverkusen 1:1 schon in der Anfangsphase eine schwere Knieverletzung unter Beteiligung der Kniescheibe zugezogen hatte, meldet sich nach 3 Monaten wieder einsatzfähig. Sancho fehlte einen Monat nach einer in Köln 2. Februar 3:2 erlittenen Bänderblessur im Sprunggelenk. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir jetzt entscheiden, ob es schon für dieses Wochenende reicht, verrät Stöger, und wenn nicht für dieses, dann fürs nächste. Mit Philipp und Sancho besitzt der Coach zusätzliche Optionen bei der Besetzung der Offensivpositionen. Zuletzt war der formschwache Christian Pulisic Stögers einzige Wechselalternative in der aus Marco Reus, Mario Götze, André Schürrle und Michy Batshuayi gebildeten Abteilung Attacke gewesen. Von der Rückkehr Philipps und Sancos erhofft sich Stöger, mehr durchtauschen zu können und dem einen oder anderen mehr Luft verschaffen zu können. Dass er gleichzeitig ein bisschen was in Richtung Konkurrenz aufbauen kann, wird dem Trainer nach dem ärgerlichen 1:1 gegen Augsburg recht sein. Wie Stöger sein Team danach anzählte, lässt vermuten, dass er seinen Führungsstil in Zukunft ändern und fordernder werden könnte. Positiv registriert der 51-Jährige, dass sich die BVB-Profis nach seiner Kritik nicht in den Schmollwinkel zurückgezogen haben. Seine Erfahrung als Trainer lehrt ihn, dass Fußballer manchmal beleidigt seien, wenn sie hart angefasst werden. Doch das, versichert er, war diesmal gar nicht der Fall. Anführungszeichen am Samstag, 18.30 Uhr, live, bei Kicker. De erwartet Stöger einen leidenschaftlicheren Auftritt als zuletzt. Andernfalls droht die erste Niederlage in einem Meisterschaftsspiel unter seiner Regie. Wenn wir ähnlich eng und ohne Ziel spielen, wird Leipzig eine schwere Aufgabe, sagt er. Leipzig ist richtig stark im Umsatzspiel,